gleich zu Beginn, aber sind wir verbunden in Tel Aviv mit Melody Sucharewitsch, die wir in Deutschland als politische Beraterin kennen und die jetzt, glaube ich, in einer Wohnung in Tel Aviv mit ihren beiden Kindern ausharrt. Guten Abend nach Israel. Guten Abend. Frau Sucharewitsch, ein Satz von Ihnen, der sich mir eingebrannt hat. Es ist die lebende Hölle zurzeit. Wie ist denn die Sicherheitslage im Moment in Tel Aviv? Es ist die lebende Hölle und sie ist leider noch nicht vorbei. Und während wir noch 800 Tote haben, massakrierte Menschen, die noch nicht mal begraben werden konnten, geht der Terror weiter. Wir sind ständig unter Raketenbeschuss, der Süden nonstop, Tel Aviv heute immer wieder. Es versuchen Terroristen der Hamas weiterhin einzudringen in israelisches Gebiet, sowohl im Süden als auch vom Norden. Die Hezbollah hat es heute versucht, die hat es gestern versucht. Es gibt Raketen bereits aus dem Norden. Es ist ein Inferno, es ist ein bestialischer Krieg von einer Dimension, die ihn Israel nicht kannte, die ihn, glaube ich, wenige westliche Länder, demokratische westliche Länder können. Und wir stecken noch mittendrin und bereiten uns darauf vor, dass das noch viele Wochen, vielleicht Monate dauern wird. Die Zahl der Toten erhöht sich fast stündlich. Ich habe jetzt auch schon Zahlen von über 1000 gelesen. Wir lesen unfassbare Dinge von enthaupteten Babys, enthauptete Menschen, Frauen, Kinder, Alte, alle massakriert, in Wohnungen zum Teil aufgefunden. Das berichten die Kollegen von Bild vor wenigen Stunden. Sie sagen, wir sind hier Krieg gewohnt, wir sind Terror gewohnt. Aber das hier hat eine Dimension, eine Bestialität, die kennen auch wir so nicht. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Ich würde Sie auch gerne als Mutter fragen. Sie sind Mutter von zwei Kindern. Wie erklären Sie denen, was da vor sich geht? Wir sind Krieg und Terror in Israel gewohnt. Und ich habe in der Tat miterlebt den Unterschied einer Intifada als junge Studentin, als ich als München Abiturientin nach Israel gezogen bin und ein Terrorattentat nach dem anderen erlebt habe und wie sich das so entwickelt über die Jahre und wie sich das alles verändert, wenn man dann Kinder hat. Und wenn man diese Kinder aus dem Schlaf reißen muss und in den Bunker schleppen, um sie vor Raketen zu schützen. Wie erklärt man es ihnen? Man schützt sie, soweit es geht, vor der Realität. Mit Raketen haben sie es gelernt zu leben. Sie kennen die Geschichte, dass wir diesen netten Iron Dome haben. Es gibt Zeichentrickfilme, mit denen wir ihnen erklären, dass der Iron Dome eine nette, eine gute Rakete ist, die sie schützt vor den bösen Raketen. Und deshalb sind sie sicher. Und im Bunker sind sie sicher und versuchen, diese hässliche, unerträgliche, unverdauliche Realität vor ihnen zu verheimlichen, dass Kinder ihren Alters jetzt gerade, wenn sie noch am Leben sind, in den bestialischen Händen der Hamas sind, im Gazastreifen gefoltert werden, weggerissen von ihren Müttern, weggerissen von ihren Familien. Viele der Eltern wurden vor ihren Augen zermetzelt, bevor man die Kinder verschleppt hat. Vor dieser Realität versuchen wir, unsere eigenen Kinder zu schützen, währenddem wir um die anderen Kinder, die weniger Glück hatten, im Süden weinen. Und darf ich fragen, ist es zutreffend, dass Ihr Mann, der Vater Ihrer Kinder, zu den Reservisten gehört, die jetzt auch eingezogen worden sind, die mobil gemacht wurden, die jetzt im Einsatz sind, die jetzt plötzlich sich als Soldaten in diesem Krieg wiederfinden? Ja, mein Mann ist einer der 300.000 Reservisten, die eingezogen wurden, das stimmt. Wissen Ihre Kinder, wo Ihr Vater ist? Wie erklären Sie das? Ich frage deswegen, weil ich eben eine Idee davon habe, was das bedeutet und was Leben unter solchen Umständen bedeutet. Deswegen frage ich Sie auch diese intimen Dinge. Aber ich glaube, wir sollten den Leuten sehr genau mal erklären, was das wirklich bedeutet und was das für ein Zivilisationsbruch war, der da stattgefunden hat und offenbar immer noch stattfindet. Ich kann Ihnen sagen, dass Kinder in Israel es gewohnt sind, ihre Väter, auch wenn sie keine 20 Jahre alt mehr sind, in Uniform zu sehen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich meinen Mann bei allen letzten Operationen, wie schlimm sie auch waren, noch nie so gesehen habe
wie dieses Mal. Und ich kann nur hoffen, dass meine Kinder das nicht mitbekommen haben. Ich meine, bevor er abgezogen ist. Mhm. Aber genauso wie alle anderen Reservisten und genauso wie unsere aktiven Soldaten, gibt es nur eine Sache, die jetzt zählt. Und das ist nicht trauern, das ist nicht Angst haben, sondern es ist stark sein, nach vorne gucken, geeint sein und hinter unserer Armee zu stehen und sich darauf zu verlassen, dass sie das Richtige tun, um uns, die Zivilgesellschaft, die Homefront, die Bevölkerung zu schützen, die eigenen Kinder zu schützen, aber auch Israels strategische Interessen zu schützen und dafür zu sorgen, dass diese bestialische, islamistische Hamas, die sich wirklich nicht von ISIS unterscheidet, das sehen Sie selber in den Bildern, die jetzt durch die sozialen Medien gehen, dass sie so ein Massaker niemals wieder anrichten kann. Und dass Israel und die Menschen in Israels Süden und die Menschen in ganz Israel, die Kinder, sicher in ihren Betten schlafen können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie von diesen Bestien nachts herausgerissen werden. Sie sagten gerade diese Bilder. Das ist auch ein Krieg der Bilder, den wir da sehen. Und die Hamas setzt diese Bilder auf sehr perfide Art und Weise ein. Was würden Sie sagen, Frau Sucharewitsch, auch eine resiliente Gesellschaft wie die israelische, wie viele dieser Bilder ist eine Gesellschaft, ist ein Land imstande auszuhalten? Die Diskussionen darüber, der unendliche Schmerz darüber, über das, was passiert ist, über verschleppte Kinder, über alte Menschen, die verschleppt worden sind, die Gräueltaten, die nach und nach an die Öffentlichkeit kommen. Wie viel ist eine Gesellschaft in der Lage zu ertragen? Sie kennen die Geschichte des jüdischen Volkes und Sie wissen, dass wir es leider, leider gelernt haben, das Unerträglichste und das Unfassbarste zu ertragen, zu überwinden und stark zu bleiben und zu überleben. Und das ist dieses kollektive Gedächtnis und diese kollektive Identität, die es uns jetzt ermöglicht, über diesen Horror, diesen Terror, diese Bestialität nicht hinwegzukommen, weil man kann nicht darüber hinwegkommen, aber weitermachen. Wir überleben und wir werden die Hamas und alle Feinde, die es darauf absehen, jetzt mit Israel einen Krieg, eine Kriegsfront zu eröffnen, wir werden sie besiegen. Und es wird so ein Massaker auf israelischem Boden nicht mehr geben. Denn genau dafür gibt es den jüdischen Staat, um die Menschen zu schützen. Carlo Masala ist bei uns, Militärexperte. Ich habe es eben schon erwähnt, Herr Masala. Sie sagen, das ist das israelische 9-11. Das ist das israelische Pearl Harbor. Denn dieser Angriff ist erfolgt bis tief ins Land hinein. Was bedeutet das für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen? Was kommt auf den Nahen Osten zu? Also es ist ja bereits gesagt worden, das erklärte Ziel der israelischen Regierung ist es, die Hamas als militärischen und politischen Akteur in Gaza zu vernichten. Es wird zu einer umfassenden Bodenoperation kommen, die, wie bereits eben auch gesagt worden ist, sicherlich, die wird nicht in 4 oder 5 Tagen vorbei sein. Die wird Wochen dauern, wenn nicht gar Monate. Aber die wird schnell beginnen? Die wird in den nächsten Tagen beginnen. Also ich meine, es ist sozusagen alles vorbereitet. Die israelische Regierung hat am Anfang gesagt, im Prinzip geht es um 3 Stufen. Es geht um die Wiedererlangung der Souveränität und Kontrolle auf israelischem Territorium. Jetzt sickern zwar immer wieder noch Hamas-Terroristen nach Israel ein, aber letzten Endes kann man sagen, die Kontrolle über das israelische Territorium ist jetzt fast wiederhergestellt worden. Und damit fängt die Stufe 2 an. Also wir haben ja gesehen, dass es sozusagen eine Luftkampagne gab gegen militärische Ziele der Hamas im Gaza. Die dient natürlich auch der Vorbereitung der Bodenoffensive. Das ist relativ klassisch. Und wir werden als nächstes eine umfassende Bodenoffensive sehen. Das ist Häuserkampf. Das ist Häuserkampf. Also das ist sozusagen, was man nennt, Urban Warfare. Da wird in einer Stadt gekämpft. Und das war sozusagen die Vorbereitung dafür. Das ist die Vorbereitung dafür. Und man ist der Hauptquartiere von Hamas. Und man mit so sogenannten Präzisionsschlägen dann ausgeschaltet. Da soll man sich auch keiner Illusion hingeben. Das wird blutig. Das wird mit einer hohen Anzahl von Opfern einhergehen, auch auf israelischer Seite. Weil Urban Warfare ist eine der komplexesten Operationen und gleichzeitig auch für die Streitkräfte, die sie durchführen, eine der gefährlichsten Operationen.
die man durchführen kann. Und wie gesagt, es wird Wochen oder Monate dauern. Gleichzeitig muss Israel dafür sorgen, dass es keine zweite Front eröffnet wird im Norden Israel durch die Hezbollah. Das ist ja das, was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben. Also ich würde noch nicht davon sprechen, dass es eine zweite Front ist, aber es gibt Raketenbeschuss. Einzelne Hezbollah-Terroristen dringen nach Israel ein. Die Frage wird sein, wird die Hezbollah, die militärisch weitaus stärker ist als die Hamas, das muss man auch mal klar festhalten. Die praktisch den Libanon beherrscht. Ne? Die den Libanon kontrolliert, politisch und militärisch. Ja. Wird die sozusagen vollumfänglich versuchen, in diesen Konflikt mit einzusteigen? Und dann befindet sich Israel in einem Zwei-Fronten-Krieg. Das muss man so deutlich sagen. Mhm. Und dann, darüber hinaus gibt es natürlich unzählige weitere Szenarien, die man im Auge behalten muss, damit das nicht zu einem komplett unkontrollierbaren Flächenbrand sich im Mittleren und Nahen Osten entwickelt. Die Amerikaner versuchen, die Hezbollah und den Iran davon abzuhalten, in diesen Konflikt einzutreten. Also das ist das, was Biden gesagt hat. Ne? Kein externer Akteur soll sich da einmischen. Das ist auch das, was Olaf Scholz gesagt hat in seiner Ansprache, ich glaube, gestern war die. Und die Amerikaner schicken halt ihre Carrier Group, also die USS Ford, die im Mittelmeerraum ist, näher ran an Israel. Und das ist ein Zeichen an die Hezbollah und den Iran. Mischt euch nicht ein. Ob diese Abschreckung funktionieren wird mit Blick auf die Hezbollah, müssen wir sehen. Ansonsten besteht das Risiko, dass Israel sich in einem Zwei-Fronten-Krieg befindet und darüber hinaus noch weitere Implikationen, die man jetzt noch nicht absehen kann und von denen wir alle sozusagen hoffen, dass sie nicht eintreten. Eva Kraftwerk, weil gerade der Name des Kanzlers gefallen ist, Olaf Scholz, Israels Schutz, Staatsraison. Das ist sozusagen noch mal mehr als zu sagen, wir geben dort eine Sicherheitsgarantie, wir stehen an eurer Seite. Das ist eine sehr weitreichende Ansage. Die Frage ist, und die Debatten wird es dann natürlich auch sehr schnell geben. Herr Masala nickt schon. Wie wollen wir das mit Leben füllen? Das ist doch das, worauf es ankommt. Richtig. Das ist bestimmt schnell gesagt und es ist bestimmt auch richtig, dass der Kanzler diese Garantie gegeben hat, also Staatsraison, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison. Merkel hatte schon 2008 vor der Knesset gesagt. Aber was bedeutet es? Es bedeutet, dass Deutschland militärisch, finanziell, humanitär Hilfe leisten muss, solange Israel diese benötigt und auch in einem Umfang, in dem Israel sie fordert. Und wenn man dann mal darauf schaut, dass wir in die Ukraine Waffen liefern, dass die Bundeswehr schon Schwierigkeiten hat, in Litauen ihre Versprechen für die NATO zu erfüllen. Und jetzt noch dies, das wird eine weitere zusätzliche Belastung sein für Deutschland. Und das muss der Kanzler neben dem, dass er sagt, das ist Staatsraison und da wird er wahrscheinlich auch einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich haben. Es ist gut, dass es heute alle Parteien der demokratischen Mitte im Bundestag geschafft haben, eine gemeinsame Resolution, die den gleichen Tonus hat, rauszugeben. Ja. Aber dass je länger dieser Krieg dauert und wenn Israel einen Zweifrontenkrieg hat und wir haben nah an Europa dann zwei Kriege dran, dann wird das sehr schwer sein, die Bevölkerung tatsächlich bei der Stange zu halten. Und bevor wir gleich sozusagen die demokratische Mitte fragen, will ich einmal noch Carlo Masala fragen. Das bedeutet, und vielleicht kann das auch Frau Sucharewitsch beantworten, das bedeutet doch übersetzt, dass Deutschland dann auch militärische Hilfe leisten müsste, sollte? Also, dieser Begriff Israels Sicherheit ist Teil der deutschen Staatsräson. Frau Kottbeck hat es richtig gesagt, Angela Merkel hat das zweimal gebraucht, diesen Begriff, 2008 und dann bei ihrer Abschiedsrede 2021, beides mal vor der Knesset. Die Parteivorsitzenden der demokratischen Parteien haben ja einen gemeinsamen Brief oder einen Aufruf verfasst, wo das auch nochmal zentral ist. Man muss aber sagen, es ist ja nie in Deutschland auch ausbuchstabiert worden, was das bedeutet. Das meine ich. Deswegen, aber jetzt wird es gerade konkret. Jetzt wird es gerade konkret. Und wenn man das wirklich ernst meint, also wenn man wirklich ernst meint, ist Teil der deutschen Staatsräson, dann hat das ja moralisch-politisch so eine Art Verfassungsrang. Und dann bedeutet das, in dem Moment, in dem die Existenz Israels auf dem Spiel steht, müsste Deutschland gegebenenfalls bereit sein, aktiv Israel zu verteidigen. Das ist die logische Konsequenz dieses... Aktiv zu beteiligen. Staatsräson bedeutet ja sozusagen etwas, was der Gesellschaft übergeordnet ist und dem Erhalt des Staates dient. Und wenn Israels Sicherheit ein Teil der deutschen Staatsräson ist, dann ist sozusagen, wenn Israels Existenz gefährdet ist, leitet sich daraus ab, dass man eigentlich aktiv zur Verteidigung Israels beitragen müsste. Und zwar vollumfänglich.
Vollumfänglich heißt dann nicht nur unter Anführungszeichen genau. Waffen liefern, sondern ich rede jetzt nur davon, wenn die Existenz. Ja? Ja. Also wir sind noch nicht in dieser Situation. Ja, aber wenn wir hier sprechen, nur damit Sie wissen oder können das nicht jetzt mitkriegen. Gerade jetzt höre ich gerade aus der Regie, Kollegen sagen gerade Angriffe aus Syrien Angriffe auf Israel. Aus Syrien. Antwort Golan. Der israelischen Armee offenbar auch schon da. Das heißt, da wird auf jeden Fall gezündelt. Ja, und das absolut. Ist ja die große Gefahr und absolut. Ist auch die Sorge, die uns heute Abend hier treibt. Ja. Und deswegen sollte sich die deutsche Politik jetzt mal sozusagen, das muss nicht öffentlich sein, aber sozusagen hinter verschlossenen Türen in die Diskussion begeben, was dieser Begriff eigentlich letzten Endes bedeutet. Mhm. Weil die Situation so wie sie ist, hat das Potenzial, ich sage nicht, dass es so kommen wird, aber hat das Potenzial, dass die Existenz Israels auf dem Spiel steht. Das muss man ganz einfach so sagen. Vielleicht fragen wir Frau Sucharewitsch, die zuhört in Tel Aviv und die ich gerne fragen würde, ist das das Gefühl? Und der zweite Teil der Frage, was erwartet Israel, was erwartet die israelische Gesellschaft an dem Punkt von Deutschland, speziell von Deutschland? In allererster Linie Solidarität. Und die Solidarität, die wir seit Ausbruch dieses Krieges sehen, ist bewegend und die ist wichtig. Aber, und da gibt es zwei Abers. Die erste Frage ist, wie lange wird sie anhalten? Mhm. Israel wird die Hamas zertrümmern müssen, um seine eigene Sicherheit nachhaltig zu sichern. Mhm. Und die Hamas, und das ist nichts Neues, benutzt die eigene Bevölkerung als Schutzschilder. Mhm. Es wird Tote geben, wahrscheinlich auch Zivilisten, was keiner möchte auf palästinensischer Seite, was sich aber aufgrund der bestialischen Vorgehensweise der Hamas nicht vermeiden lässt. Die Frage ist, bleibt auch dann die Solidarität standhaft? Die zweite Frage ist es jetzt eine eher staatlich-politisch vorgegebene Solidarität? Mhm. Oder trifft sie wirklich auch das Herz der deutschen Straße? Und hier, glaube ich, kommen wir zu einem Aspekt, der in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, vernachlässigt wurde in Deutschland. Und ich glaube, das war ein fataler Fehler. Wir haben jahrelang gesehen, wie es Al-Quds-Märsche in Berlin gab, und dieselben palästinensischen Extremisten, die das Massaker an den Juden vor zwei Tagen in Neukölln auf der Straße gefeiert haben, feiern Freihaus auf Deutschlands Straßen schon seit vielen, vielen Jahren mit antisemitischen, grässlichen Parolen, mit anti-westlichen, antidemokratischen, grässlichen Parolen. Und sie tun es mit dem verständnisvollen, vielleicht peinlichen Blick sowohl der Politik als auch der Gesellschaft. Das heißt, man guckt weg. Es ist eben nicht so klar wie Russland und Ukraine, wo jede Schule überhaupt, ohne zweimal drüber nachzudenken, eine Flagge aufhängt, sondern es ist halt Palästina und Israel aus dieser Straßenperspektive, oft aus dieser Stammtischperspektive. Und das ist irgendwie so im Bewusstsein vieler Menschen eine Grauzone, wo man sich diesen Antisemitismus vielleicht schönreden, schön denken oder einfach weggucken kann. Und das war ein Fehler. Und das darf es nicht mehr geben. Nach dem 7. Oktober kann es keine islamistischen Extremisten mehr auf deutschen Straßen geben mit antisemitischen, antizionistischen Parolen, ohne dass irgendetwas dagegen getan wird. Sie dürfen es darf, diese Bilder kann man nicht mehr sehen. Und ich glaube, das ist etwas, was Israel wirklich erwartet, dass diese Grauzone zu einer schwarzen Zone wird. Und dass Deutschland durchgreift. Und zwar nicht nur für einen Tag und zwei Tage, sondern nachhaltig. Dass diese Solidarität, die ja nicht nur aus moralischen Gründen imperativ ist gerade, sondern die ja auch ein eigenes strategisches Interesse Deutschlands ist, dass diese Solidarität bestehen bleibt und dass sie vor allem von Worten in Taten umgewandelt wird. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich woher kommen diese Waffen? Woher kommt die Aufrüstung der Hamas? Und es ist einerseits klar, und es ist kein Geheimnis mehr, dass der Iran dahinter steht und dass der Iran seit vielen Jahren die Hamas, Palästina, Islamic Dschihad,
genauso wie die Hisbollah aufrüstet, trainiert, finanziert die Hisbollah alleine mit 700 Millionen Dollar im Jahr. Und dass der Iran, und das ist auch keine gute Nachricht für Deutschland, in Kooperation mit Hamas-Führern, die in Istanbul leben, die dort ihr finanzielles und operatives Zentrum haben, in Istanbul, im Wissen und teils Kooperation der Türkei, dass der Iran gemeinsam dieses Massaker geplant hat. Das ist der eine Aspekt. Der Iran ist das iranische Regime. Ist der Sponsor des palästinensischen Terrors, den wir gerade hier erleben. Und hinzu kommt, dass die Hamas, ob gewollt oder ungewollt, seit vielen Jahren von den hunderten Millionen europäischer Steuerzahler oder Steuergelder profitieren, die in die palästinensische Infrastruktur fließen. Und das ist ein Punkt, über den wir mit Sicherheit sprechen sollten und wo Deutschland, und das ist eine Sache, die in Israel erwartet wird, die Politik zu einer Zero-Tolerance-Politik ändern muss. Frau Sucharewitsch, Sie haben jetzt viele Themen angesprochen, die wir tatsächlich einzeln abarbeiten müssen. Und es ist wichtig, das zu tun. Auch über Istanbul müssen wir reden, über die Rolle der Türkei müssen wir reden, über Leute, die zum Teil mit türkischen Pässen, NATO-Mitglied wohlgemerkt, ausgestattet werden und dann sehr leicht auch in die Europäische Union einreisen und so weiter und so weiter. Deswegen sagte ich vorhin, das ist auch unser Krieg und es gibt eine ziemlich direkte Linie von den Geschehnissen in Israel direkt zu uns nach Deutschland. Die Frage der deutschen Straße, so hat es Frau Sucharewitsch formuliert, Herr Kühnert, war das ein Fehler, da so lange tolerant zu sein, zu sagen, das müssen wir ertragen, das ist Meinungsfreiheit, das gehört nun mal eben dazu, nicht so einfach eine Demonstration zu verbieten, das ist nun mal unser Rechtsstaat, das ist unser Rechtssystem. War das ein Fehler? Sind ja in Deutschland verschiedene islamistische Organisationen verboten bzw. auf der EU-Terrorliste mit drauf. Die Organisation, die wir hier de facto immer im Bild gesehen haben bei ihren Einspielern eben, Samidun, ist eine, man kann das glaube ich so sagen, eine Tarnorganisation, ein Tarnverein der einer Befreiungskräfte oder sich als Befreiungskräfte verstehenden Gruppe aus der palästinensischen Community, die für sich genommen seit 10 Jahren schon verboten ist. Und das sind nun die Wiedergänger. Man muss allerdings auch dazu sagen, dieser Verein selbst, ich habe mich jetzt im Vorfeld auch noch mal schlau gemacht, hat ganz wenige Mitglieder als solche und trifft natürlich auf einen Nährboden, der vorhanden ist. Also diejenigen, die dort die jetzt berühmt gewordenen Süßigkeiten am Wochenende verteilt haben, sind organisierterweise keine 2 Handvoll. Ich hatte gesprochen mit dem Martin Hickel, dem Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, der noch mal die Zahlen wiedergegeben hat. Es gibt allein in Berlin-Neukölln etwa 25.000 Menschen mit unterschiedlichen arabischen Hintergründen, darunter viele mit palästinensischen Hintergründen. Und diese sehr kleine Gruppe Samidun wirkt als Katalysator für eine Stimmung, die natürlich auch so schon gesellschaftlich dort ist. Und die bieten entsprechende Aktionsformen an. Ich glaube, wenn es irgendeine rechtliche Möglichkeit gibt, diese Gruppe jetzt auch zu verbieten, sollte man die schnellstmöglich nutzen. Ich habe im Vorfeld der Sendung bereits gesehen, dass 2 angemeldete Kundgebungen für morgen, eine in Neukölln und eine am Pariser Platz, bereits von der Berliner Polizei untersagt worden sind. Das sind genau die Zeichen, die es jetzt braucht, auch mit exakt dieser Begründung, nämlich dass die öffentliche Ordnung in der Stadt dadurch gefährdet ist. Denn genau so ist es auch. Das ist dazu geeignet, Hass und Gewalt in unsere Gesellschaft reinzutragen. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Und deswegen finde ich das gut, dass jetzt sehr robust hier gehandelt wird. Und glaube, das trifft auch die Erwartung, die Frau Sucharewitsch gerade aus der israelischen Perspektive gespiegelt hat. Ich bin mir da nicht sicher. Ich will Sie gleich noch mal fragen. Haben Sie auch das Gefühl, Herr Lindemann, dass wir da jetzt robust, wie Herr Kühnert sagt, reingehen und konsequent handeln? Ich glaube, dass dieses Thema seit Jahren unterschätzt wird. Ich habe mal 2005 für ein paar Monate in Saudi-Arabien gelebt, in Riyadh während meiner Promotion und bin welches Jahr? 2005. 2005. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem politischen Islam, mit dem politischen Islamismus. Habe viele Experten in Deutschland von Sayran Atish, Professor Khorshid, Ahmad Mansour kennengelernt, die mir seit Jahren sagen, dieses Thema wird unterschätzt. Ihr seid blauäugig. Ihr gibt Verbänden Geld, ihr gibt Institutionen Geld, hier in Berlin, in Hamburg zum Beispiel. Das Islamische Zentrum zum Beispiel, reden wir seit die Jahren berühmte darüber. Blaue Moschee, genau. Seit Jahren reden wir darüber.
Erstmal haben die Verfassungsschutz beobachtet. Genau, erstmal haben die Gelder bekommen, dann wurde das gestoppt. Jetzt liegt der Verbotserlass seit Monaten bei Frau Faeser auf dem Tisch, wird nicht unterschrieben. Also es wird weggeschaut in Deutschland. Und wir sehen das in vielen Bereichen, in der Clanstruktur. Wir sehen es im Bereich Görlitzer Park geht man nicht mehr rein. Der muslimische Antisemitismus wird gar nicht so gesehen, sondern nur der rechtsradikale. Und jetzt wird alles aufgedeckt. Und meine Sorge ist, dass wir jetzt wieder 3, 4, 5 Tage reden und am Ende passiert nichts. Und das ist das Problem, glaube ich, von Deutschland, dass dieses Problem seit Jahren unterschätzt wurde, dass man jetzt nicht sagt, wir haben es unterschätzt, was muss man jetzt für Konsequenzen ziehen, dass diese Leute Polizisten bewerfen mit Steinen und trotzdem hier weiter frei rumlaufen, dass es keine beschleunigten Verfahren gibt, dass Strafen nicht auf dem Fuße folgen und vieles mehr. Aber warum, geredet. Warum? Das ist ja keine sozusagen nichts, was die SPD-geführte Bundesregierung jetzt exklusiv hat, sondern das war ja auch unter der CDU-Kanzlerin Angela Merkel nichts anderes. Ich könnte es mir jetzt einfach machen, mache ich nicht, aber es ist schon so, dass es einen Dissens immer gab zwischen der CDU und der SPD, gerade bei diesem Thema. Trotzdem muss man auch sagen, ja, es gab dann die Islamkonferenz, die hat damals Wolfgang Schäuble eingeführt, was richtig war. Dann wurden zum Teil nur Verbände eingeladen, die Experten nicht mehr. Es gibt keine Islamverbände eigentlich in Deutschland, weil die nicht so organisiert sind wie die katholischen und die evangelischen, sondern da gibt es einen Verband, Zentralrat der Muslime, ich glaube 1,2% Muslime vertreten die, haben das relativiert alles so, heute ein bisschen schärfer formuliert, aber so richtig klar auch nicht. Ja, genau. Und da erwarte ich, meine, heute war Ron Prosor bei uns in der Fraktion, das war für mich historisch, diese Sitzung werde ich nie vergessen heute Nachmittag, der israelische Botschafter, ein hochintegrer, kluger Kopf, der genau das gemacht hat, Herr Masala, der gesagt hat, ich erwarte jetzt von euch Solidarität, dass das, was in den nächsten Tagen passiert, und das wird hart, ich habe eben im Zug den Fehler gemacht, mir so ein Video auch mal anzuschauen, mache ich nie wieder, weil das macht ja was mit unserem Gehirn. Wir versuchen natürlich, Unschuldige nicht zu treffen, aber natürlich wird es passieren. Und wir müssen so hart zurückschlagen, dass niemand auch nur im Ansatz auf den Gedanken kommt, nochmals Israel anzugreifen. Und das wird hart. Und diese Solidarität erwarte ich von Ihnen. Und wir haben geklatscht, wir haben Respekt gezollt und ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Und dann hatte ich noch eine Situation, wenn ich das so sagen darf, dann kam Herr Schäuble auf mich zu und sagte, Herr Lindemann, wir müssen alles tun für das Thema innere Sicherheit. Ich war zweimal Innenminister. Wir müssen die Nachrichtendienste, ist nicht meine Aufgabe, ist Frau Faeser und andere klar anweisen, jetzt hohe Sicherheitsstufe, weil natürlich die Sicherheitslage, hier sind natürlich auch Schläfer in Deutschland, Islamisten in Deutschland, die beobachtet werden und vieles mehr, wo natürlich jetzt das kommen kann, was Sie sagen, Herr Masala, nämlich ein Flächenbrand. Und das darf nicht passieren. Und da müssen wir jetzt hochkonzentriert und bitte nicht parteipolitisch agieren, sondern wirklich es jetzt auch so ändern, dass Konsequenzen gezogen werden. Sieht das Kevin Kühnert auch so? Das ist jetzt schon mal eben nicht so gut gelungen mit dem nicht parteipolitisch aufnutzen. Ich will es jetzt nicht mit selber Münze zurückzahlen, weil das gehört sich bei dem Thema nicht. Aber ich glaube, Unterstellung, dass irgendjemand das nicht ernst nehmen würde oder indirekt, dass es quasi jetzt zu dieser Situation gekommen wäre, weil irgendjemand gepennt hätte oder so. Das habe ich gesagt, ich habe das Islamische Zentrum Hamburg. Dann bin ich froh, wenn es nicht so gemeint gewesen ist. Wir haben Gelder bekommen und es ist bis heute nicht verboten worden. Ja, das Islamische Zentrum in Hamburg, da haben wir hier auch schon in der Sendung mal drüber gesprochen, sollte, ich denke, wird auch in absehbarer Zeit geschlossen werden müssen. Aber wir sind uns einig, es geht über Jahre, Jahre, ja, aber wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir gerade nicht alles zusammenwerfen, was wir so im Repertoire mit drin haben. Wenn wir jetzt mit Görlitzer Park und allem ankommen, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen viel Mixtur an dieser Stelle. Wir haben ein Problem mit Antisemitismus erstmal ja in Deutschland an verschiedenen Stellen. Also jüdische Menschen wissen, Antisemitismus hat viele Gesichter. Jetzt reden wir gerade aktuell, und zwar völlig berechtigt, mal wieder über islamisch oder islamistisch motivierten Antisemitismus. Kürzlich ist die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung wieder rausgekommen, die leider zeigt, dass jeder Fünfte in Deutschland antisemitische und unterschiedlich stark ausgeprägte Grundeinstellungen hat. Wir haben mit Attentaten wie in Halle und anderswo gesehen, dass Antisemitismus von ganz vielen Seiten droht. So, das ist jetzt kein Ablenkungsmanöver. Heute haben wir über dieses Thema zu sprechen und wir werden noch lange darüber zu sprechen haben, aber wir dürfen es uns jetzt, glaube ich, nicht zu einfach machen. Der entscheidende Punkt ist vorhin in den Eingangsstatements gesagt worden. Das Wichtigste, was wir jetzt und auf absehbare Zeit leisten können, ist
echte Solidarität und Geschlossenheit, auch quer durch die demokratischen Parteien hindurch. Unsere Parteivorsitzenden haben am Wochenende, nicht nur die von unseren Parteien, haben einen guten Anfang gemacht. Wir werden diese Woche eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers mit einer gemeinsamen Resolution im Deutschen Bundestag dementsprechend haben. Wir waren, ich mit meinen Parteivorsitzenden, Sie mit Ihrem Parteivorsitzenden, auf dem Pariser Platz. Das ist alles richtig und notwendig. Der entscheidende Punkt wird, Sie haben es alle angesprochen, in den nächsten Wochen kommen, wenn die Bilder zunehmend aus Gaza kommen, dann muss die Solidarität immer noch stehen. Man muss das den Menschen in Deutschland auch ganz deutlich... Aber was heißt das? Was heißt das? Ja, man muss das ganz deutlich sagen. Warum haben wir diese besondere Beziehung zu Israel? Ja, nicht nur aus unserer Geschichte heraus, man muss das ja wirklich noch mal darlegen. Deutschland trägt Verantwortung für das, was jüdischen Menschen auf der ganzen Welt im Rahmen der Shoah angetan wurde. Für den industriellen Massenmord an Jüdinnen und Juden. Der Staat Israel ist heute auf dieser Welt der einzige Schutzraum für jüdisches Leben. Es geht einem kaum über die Lippen, wenn man die Bilder dieser Tage sieht, denn dieser Schutzraum wird jetzt ganz konkret angegriffen. Das heißt, es gibt für jüdisches Leben im Moment bei solchen Bildern, wie sie gerade kommen, keinen funktionierenden Schutzraum. Deswegen wehrt dieser Staat sich. Und wenn dieses Land, Deutschland, sein Versprechen ernst meint und aufrechterhalten will, dass wir nie wieder zulassen, dass jüdisches Leben in dieser Welt ausgelöscht wird, dann gilt das nicht nur für unser Territorium, sondern auch für den Ort, wo die meisten jüdischen Menschen weltweit sich nun eben niedergelassen und ihren Staat aufgebaut haben. Das ist Israel. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, die Anzahl an Menschen, wir wissen noch nicht, wie viele es sind, aber mindestens einige hundert, die Anzahl an jüdischen Menschen, die dort am vergangenen Samstag ermordet worden sind von der Hamas, das ist die größte Anzahl ermordeter Juden seit 1945, seit Ende der Shoah. Über diese Dimension sprechen wir. Und da ist es nicht angebracht. Jetzt sind irgendwelche Ja-Aber-Diskussionen. Und mir schmeckt aber die israelische Regierung nicht oder Ähnliches zu verfallen. Denn das hat nichts miteinander zu tun. Dieser Staat wird in Gänze angegriffen. Hier wird nicht Herr Netanyahu oder ein Mitglied seines Kabinetts angegriffen. Es wird jüdisches Leben angegriffen. Es ist auch nicht der Regierungspalast, es ginge natürlich auch nicht, angegriffen worden, sondern es sind Kibbuzime. Ja? Also da haben junge Menschen alternative Lebenskulturen ausgelebt, ein Festival gelebt. Wer also behauptet, das sei irgendwie Widerstand gegen eine Besatzung oder Ähnliches, ist Bullshit. Es ist so ziemlich der dämlichste Ort, den man hätte wählen können, wenn man die Administration in Israel hätte treffen wollen. All diese Ablenkungsmanöver verbieten sich. Und dem muss robust auch in der deutschen Öffentlichkeit widersprochen werden. Darf ich ganz kurz was hinzufügen? Ja. Bei dieser ganzen Romantisierung. Danke, Kevin Kühnert, für diese klaren Worte. Bei dieser ganzen Romantisierung, die man findet, des sogenannten palästinensischen Widerstandes. Die Hamas ist eine Organisation, die seit Beginn sich die Vernichtung Israels auf ihre Fahnen geschrieben hat. Das ist keine Bewegung, sozusagen, die sich irgendwann mal radikalisiert hat, weil die Situation so schlimm ist, sondern die ist explizit gegründet worden mit dem Ziel der Vernichtung Israels. 87, ne? Und von daher sozusagen kann es kein Ja-Aber geben, weil es das Ziel dieser Gruppierung ist. Sie setzen das um, was sie sozusagen, wofür sie gegründet wurden, und sind damit überhaupt sozusagen kein Repräsentant für irgendeine palästinensische Sache. Und das ist, was halt oft... Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich kurz einhaken kann hier. Apropos Ja-Aber. Dass dieses Ja-Aber tabu werden muss, ich glaube, darüber sind wir uns zumindest in dieser Runde einig, und das wird sehr geschätzt. Das heißt Haltung zeigen, Format zeigen. Aber die Hamas hat im Endeffekt über viele, viele Jahre hinweg durch seine Propagandamaschinerie es geschafft, die Gaza-Blockade auch in Deutschland zu einem großes, tragisches Missglück der palästinensischen Gesellschaft gewandelt, und im Endeffekt ist das Einzige, was die Palästinenser zwischen Freiheit und diesem Gefängnis trennt, diese israelische Blockade, die genau dafür erlegt wurde, um dafür zu sorgen, um zu verhindern, dass Waffen geschmuggelt werden, dass Tunnels gebaut werden, dass die Gelder, die aus der EU und aus anderen Quellen dorthin fließen, für Tunnels benutzt werden, anstatt für Schulen, für Raketenarsenale, für Raketenfabriken,
anstatt für Krankenhäuser. Genau das war der Grund, warum diese Blockade auferlegt wurde. Und es verging keine Operation, kein Krieg, kein Angriff gegen Israel, der nicht irgendwie doch auch in der öffentlichen Meinung, auch in Deutschland, legitimiert wurde. Naja, aber die sind halt von den Israelis in dieses Gefängnis gesteckt. Wie sollen sie sich denn sonst wehren? Auch das muss in dem neuen Paradigma nach dem 7. Oktober, das muss vorbei sein. Mhm. Eva Quadbeck hat gerade genickt, als Sie sagten, dieses Ja-Aber, das muss ein Ende haben. Sehen Sie auch so? Absolut. Also das kann nicht sein, dass man jetzt sagt, okay, die Israelis haben ja auch Fehler gemacht und in irgendeiner Form versucht zu relativieren, was eben am 7. Oktober passiert ist. Was ich aber auch, warum ich auch genickt habe, es ist eben nicht damit getan, wenn jetzt der Verein Samidou verboten wird, der ja nachweislich die Verbindung hat zu dieser palästinensischen Volksfront, wie sie sich nennen, die übrigens nicht nur islamistisch ist, die überhaupt nicht islamistisch ist, sondern die säkular ist und die marxistisch-leninistische Verbindungen hat. Und das ist das, was ja eben auch angesprochen worden ist. Das ist eben sehr breit in die Gesellschaft eingeträufelt worden. Man hat eben diesen, wie wir ja eben auch beschrieben haben, diesen Vernichtungsantisemitismus gegen Israel. Der ist eben, kommt nicht nur von der islamistischen Seite, sondern er kommt auch aus einer ja verbrämten, politisch linksextremen Seite, die mit dafür gesorgt hat, dass eben diese Extremisten seit Jahren auf die Straße gehen können, obwohl wir eigentlich uns alle einig sind, dass wir solche Bilder in Deutschland nicht ertragen wollen, weil sie sich gegen den Staat Israel, gegen die Juden wenden und weil sie eben auch immer Gewaltaufrufe beinhaltet haben. Und ich sehe noch einen zweiten Punkt, das hat Herr Lindemann gerade angesprochen. Es ist sicherlich so, dass auch in Deutschland die Sicherheitslage sich verändert, dass man noch jetzt mehr darauf achten muss, dass es zu islamistischen Anschlägen kommen kann, infolge eben einer Solidarisierung, einer radikalen Solidarisierung der Islamisten mit den Palästinensern. Und das ist eben dann auch noch mal eine zweite Sache. Neben dem, dass man natürlich unverbrüchlich die Solidarität zu Israel jetzt aufrechterhalten muss, mit allen politischen Konsequenzen, haben wir zudem auch noch ein Sicherheitsproblem, ein zusätzliches. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es reicht nicht, diesen Verein zu verbieten, sondern man wird auch gegen andere islamistische Nester härter vorgehen müssen. Einmal, um dieses Versprechen der Staatsräson einzulösen, aber auch, um die eigene Bevölkerung und auch um die Jüdinnen und Juden in Deutschland zu schützen.